So. Schupp. Sorry, musste ein paar Sachen kurz gucken. Ich hoffe, Sound und so ist alles okay. Wo sind wir denn stehen geblieben? Ich glaube, wir haben in der Kantine gesprochen. Hat eigentlich einen Nebenquest drin, aber ich würde sagen, wir gucken uns auch erstmal alles andere hier an. Nachdem wir die Kolonie befreit haben. Vielleicht gibt es ja irgendwas Interessantes. Zum Beispiel Lehraufträge, genau. Kampfpraxis, das sieht doch noch was für uns aus. Lehrer Senna und Juni. Schüler Putz. Putz. Putz, Nagumo. Cooler Name. Und Isora. Das ist auch ein schöner Name. Also wenn zumindest wenn er so ausgesprochen wird. Isora finde ich, oder wie auch man das noch aussprechen kann, aber Isora oder Isora klingt schon sehr cool eigentlich. Nur neues Thema, okay. Und Allgemeinwissen. Der Tayon. Zakir, Mina und Skune. Wisst ihr, es ist so ein schönes Gefühl, wieder Xenoblade zu spielen, weil ich weiß, dass wir schon so lange in diesem Spiel hier wieder rumhängen. Aber es gibt noch so viel mehr zu entdecken und so viel zu tun und die Story wird später noch heftiger. Und ja, auch die ganzen Side-Stories sind immer super interessant. Außer, also, ne, es gibt halt immer so ein paar Side-Quests, die sind halt einfach nur da, um Side-Quests zu sein. Aber der Großteil der Sidequests und der Heldenaufträge, die wir haben, sind auch kleine Stories in sich, die auch sehr interessant sind meistens. Und Chris Fox. Moin, moin, mein Guter, wie geht's? Hallo, Adjutant Kiri. Ah, das war die so ein bisschen froh durchs Leben ging, ne? Ja, Tatsache. Die tollpatschige. Ey, ich hab von Commander Südo gehört, was mit dem Konsul und der Flammenuhr passiert ist. Ja, ich bin etwas verunsichert, wie es jetzt weitergehen soll. Aber ich weiß, dass es gut wird. Solange Kommandeur Südo und ihr hier seid. Danke, Kiri. Wir werden euch weiterhin helfen, wo wir nur können. Ich sehe einige Relations haben verändert. Adjutant Zakia. Du wolltest auch gelehrt werden, ne? Oh, du hast eine schöne Brille auf. Kommandeur Südo wechselt im Kampf strategisch zwischen Angriff und Unterstützung seiner Mitstreiter hin und her. Mit seinen Techniken kann er Schaden austeilen und heilen. Er stärkt Mitstreiter und schwächt Gegner. Alles nach Situation. Er ist ein wahrer Meister. Ich kenne keinen anderen, der so viel Disziplin virtuos beherrscht. Virtuos und vor allen Dingen das Nomen dazu, Virtuose. Schon schöne Wörter, ne? Schon schöne Wörter. Ich weiß nicht. Allein nur im Spiel zu sein, macht mich glücklich, ne? Ich kann es nicht anders erklären. Warte mal. Stimmt, wir haben ja jetzt die Kraft, so Hänge hochzugehen. Dann lass es doch direkt mal hier machen. Ich bin ja voll blöd. Oh, muss kurz eins noch mal gucken. Here we go. Was haben wir denn hier oben? Ich habe auf jeden Fall den einen Container gesehen. Den möchte ich mitnehmen. Und Materialien. Möwenzahn. Der gute alte Möwenzahn. Man kennt ihn. Da hat, ist jemand mit dem Finger auf der Tastatur ausgerutscht und anstatt Löwenzahn, Möwenzahn da reingeschrieben. Man kennt's. Was ist das? Ich hätte mir vorstellen können, dass das so ein super Secret ist. Aber ich glaube, es war einfach nur die Textur von dem Stein da. Hier ist nichts mehr zu entdecken. Hey, ich kann nicht kämpfen. Ich bin nicht mal in der Grundausbildung fertig. Okay. Oh, da ist noch einer mit einem Stern. Mina.
Der Konsole hat sich nur ganz selten mal blicken lassen. Vielleicht waren wir seiner nicht würdig, weil unser Rang zu gering war. Oder er wollte sich einfach nicht einmischen. Vielleicht hat Kommandeur Sydow einfach sein vollkommenes Vertrauen genossen. Wir werden es nie erfahren. Interesting, interesting. Verkaufsstand, was will Tsuno? Tsuno, du bist ein Typ, ne? Yes. Mit Kommandeur Sydows G-Technik. Ich habe schon fast Gentechnik gelesen. Gentechnik kann man anscheinend sogar bestimmte Abhänge hochlaufen, ohne herunterzurutschen. Yes, das haben wir schon gelernt. Selbst die Gefahren der Wüste danach müsste man damit sicher nicht mehr schon. Ja, ja. Meinst du? Wir haben sie gerade von ihm gelernt. Also sollten wir uns die Wüste vielleicht mal angucken. Dann haben wir einen Rumor. Ein paar Infos müssen wir natürlich nehmen. Ich habe gehört, Mio und hat Kairi gerettet, als sie von Kibbe-Soldaten angegriffen wurde. Ach, Mio ist so stark, so cool, so heldenhaft. Vorbilder. Ah. Cool. Den Container will ich mir auch noch holen. Hüpf, hüpf. Einmal hier hochklettern. So, ein paar Silbermünzen wieder, sehr gut. Keinen Fallschaden bekommen? Wow. Ja, warte, den Container da hinten haben wir uns auch noch. Oh Gott. Egal, passt. Den konnten wir ja letztes Mal nicht holen, weil wir noch nicht so Abhänge hoch konnten. Aber jetzt können wir das. Das ist natürlich jetzt ein bisschen awkward. Dass wir hier kämpfen. Zack. Oh Gott. Wir sind halt echt in einer blöden Position hier zum Kämpfen. Zack. Eine Barriere. Wir leben mal unsere Teammates wieder. Noch ein paar wiederbeleben. Na. Komm. Schupp. Da unten nun Chaco-Time. Sehr schön. So. Jetzt haben wir's. Einmal hier hoch und den Container öffnen. Ja doch. Ich überlege euch nicht über Mio spiele, weil sie hat ja jetzt die Klasse von Sydow, aber ich weiß nicht, der Typ catcht mich halt nicht von seinem Playstyle her. Die Klasse Noah ist super cool, aber. So. Genau, wieder hier hin. Dann setzen wir uns mal ran, hören die ganzen Gerüchte ab, die wir gehört haben. Und gucken dann weiter. Zack, zack. Ah ja, und ich glaube, wir sollten auch mal wieder was kochen. Let's make the most of our break, guys. Besprechen. Wir haben ja wieder ganz viel. 3-4 Sachen oder so, ne? Ja. Could you all come round for a second? Machen wir erstmal Vorbilder. Das ist einfach nur Gelaber, glaube ich, wo wir ein bisschen EP bekommen. Die Quests werden immer mit diesem Diamant-Symbol gekennzeichnet. Das ist ganz cool. Meint ihr, wir sind ein bisschen wie Apple geworden? Was meinst du? Naja, zum Beispiel wie wir Kairi gerettet haben. Auf ähnliche Weise wurden wir doch damals von Apple gerettet, das meine ich. Ja, da ist schon was dran. Mittlerweile müssen wir nicht mehr gerettet werden, sondern retten andere. Das ist schon ein tolles Gefühl. Naja, aber Apple hat es damals ganz allein mit einem Levinus aufgenommen. Und! Sie waren gerade mal im dritten Intervall.
Ja, das stimmt. Ganz freilich sollte man uns nicht mit ihr vergleichen. Ich kenne lediglich Erzählungen, doch Ethel scheint eine außergewöhnliche Soldatin gewesen zu sein. Wir sollten sie uns besser nicht zum Vorbild nehmen, sonst fühle ich mich gleich ganz klein und unbedeutend. Ja, wir sollten einfach unser Bestes geben. Vielleicht nimmt sich dann ja irgendwer mal uns zum Vorbild. No. No. Schon cute. Cute, cute. Ausbilder, wir machen beides eh, also. Sag mal nur, hat dich schon mal jemand als Ausbilder angefordert? Nein, noch niemand. Ich glaube, sie sind uns gegenüber recht misstrauisch. Doch, das war mal zu erwarten, aber es zieht einen trotzdem irgendwie runter. Nur, kann ich kurz stören? Was? Ja, klar. Ich wurde gerade als Ausbilder angefordert, aber ich bin nicht sehr zuversichtlich, dass ich das allein schaffen werde. Ich würde es sehr zu schätzen wissen, wenn du mir dabei unter die Arme greifen könntest, sofern es dir nichts ausmacht. Klar, kein Problem, du. Ich helfe gerne, wenn ich kann. Oh ja, Tyon, ich helfe auch mit. nein, schon okay. Nur reicht völlig. Hey, komm schon, ihr werdet so besser, stimmt's? Es geht bei einem Auftrag allerdings um theoretischen Unterricht, von daher, du weißt schon. Ah, verstehe. Ja. Ey, was bist du jetzt nicht ein? Häng mich alle für Sturzlauf, was? Darauf wollte ich nicht hinaus, aber hättest du überhaupt Interesse daran, Theorie zu unterrichten? Also jetzt, wenn du mich so fragst, naja, wenn ich dabei mitmache, stehe ich nur ja bloß das Rampenlicht. Von daher bin ich mal so absolut selbstlos, wie ich immer bin, und überlasse ihm das Ganze. Yes. Sag ihm, was du drauf hast, Noah. Ja, sicher doch. Bereite dich vor und komm dann zum Versammlungsplatz der Kolonie. In Ordnung? Ja, in Ordnung. Du kannst auf mich zählen, Tyon. Yes. Sorry, ich muss mal ein bisschen dabei trinken. Sonst geht die Stimme irgendwann runter. I think we need to discuss this. Huch, Juli, da ist ein Lehrauftrag für uns eingetroffen. Ja, ich sehe es. Hätte allerdings nicht gedacht, dass ich auch da mitmachen soll. Du bist einfach viel umgänglicher als Lanz oder ich. Auch in Kolonie 9 haben dich die Jüngeren alle geliebt. Ich sag's nur umgänglich, aber du kannst echt überraschend fürsorglich sein. Überraschend? Fürsorglich? Ich trete dir gleich mal überraschend fürsorglich in die... Sorry, ich muss wieder ein bisschen mehr Ladylike sein. Egal, nee. Wer sind denn die Idioten, die ausgerechnet nach uns gefragt haben? Nun... Es handelt sich um die Truppe von Futz. Das ist ein starkes Team mit herausragendem Geschick im Kampf. Besteht primär aus Angreifern und Verteidigern, also keine Healer. Sie scheinen das Kämpfen etwas zu sehr zu genießen, sind sonst aber hervorragende Soldaten, vor allem ihr Truppenführer Futz. Oh, einen Haufen Hitze für köpfiger Neulinge, das klingt doch nicht schlecht. Stell dir das lieber nicht so einfach vor, Juni. Vor allem, was den Umgang mit Futz angeht, der Typ ist echt unhöflich. Besonders, wenn er mit mir redet. Und ich weiß nicht mal wieso. Was ich liebe, das neckt sich, glaube ich, so. Ich glaube, da in die Richtung geht das. Deswegen schimpft er sie immer so als klein und klein und klein und klein. Tja, klingt mir fast, als würde er dich nicht ernst nehmen. Für mich klingt das vor allem nach einer einmaligen Gelegenheit. Wir bringen sie in Form und können ihn nebenbei noch einprügeln, dass sich so respektloses Getue nicht gehört. Das klingt aber unnötig brutal. Wir müssen ihnen bloß zeigen, dass wir in einer ganz anderen Liga spielen als sie. Dann reißen sie das Maul sicher nicht mehr auf. Oh. Ja, das ergibt Sinn. Halten wir uns nicht zurück. Dann haben wir es geklärt. Bringen wir ihnen Manieren bei. Oh ja, die können was erleben. Ihr wisst aber schon, dass es sich bei ihnen immer noch um neue Rekruten handelt, oder? Übertreibt's bitte nicht gleich. Ja. Dann machen wir mal direkt. Das ist ja hier um die Ecke dann. Gucken wir nochmal kurz in die Kantine. Räucherklatte hatten wir schon mal, also brauchen wir das nicht.
Speicher mal, ne? Sicher, sicher. Oh, 21 Stunden schon sind wir am Spiel. Das sind viele, viele Stündchen. Schwupp, schwupp. Schwupp. So. Wo müssen wir denn lang? Ah, das steigt hier auf dem großen Platz, I guess. Hm? Das war nicht der Kampfplatz, oder? Das ist einfach in der Mitte. Oh Gott, oh Gott. Hallo. Ach, ihr lasst euch auch endlich mal blicken. Noch langsamer ging's wohl nicht. Okay. Muss das jetzt echt sein? Oh, das ist... Oh, das ist ein Mädchen. Sorry, habe ich nicht gesehen von hinten. Sorry, Senna. Man könnte meinen, die beiden wären von einem Lykos erzogen worden. Oh, ist schon gut, Yuzora. Du musst dich nicht entschuldigen. Genau, musst du nicht. Wahrscheinlich war schließlich Senna, die uns hat warten lassen. Echt mal. Okay, das reicht jetzt aber. Sieht aus, als wäre die Zeit gekommen, ihnen mal ein paar Manieren beizubringen. Stimmt, Senna? Ja, stimmt genau. Na dann, wo warten wir, Leute? Zeit für einen Kampf, Trainingskampf. Zeit für knallhartes Muskeltraining. Was? Hey, ich dachte, wir wollten denen etwas Respekt einprügeln. Was gibt's da Besseres als einen Trainingskampf? Naja, Muskeltraining zum Beispiel. Senna ist einfach... The perfect character. das wäre in diesem Fall doch ideal. Was soll denn daran bitte ideal sein? Wir trainieren die sich einen ab und wir stehen nur blöd in der Gegend rum. Wir trainieren natürlich mit. So zeigen wir ihnen, dass wir in einer ganz anderen Liga spielen als sie. So hatte ich das aber nicht gemeint. Ihr müsst euch doch nicht gleich streiten. Leute, ihr habt doch sicher alle Lust auf Muskeltraining, oder? Ihr wollt ja schließlich stärker werden. Ja, lass mal. Ein Trainingskampf ist das einzig Wahre. Ich zeig euch, Kümmerlingen, wie man richtig kämpft. Der Trainingskampf klingt gut. Hey, Augenblick mal, hast du mich gerade ausgelacht? Das musst du dir eingebildet haben. Yep, nichts als Einbildung. Muskeltraining mache ich täglich. Ehrlich gesagt, wollte ich mich mit euch messen. Wollte ich mich mit euch messen? Es mal mit echten Klimisieren aufnehmen. Ganz genau. Ich hätte andere Worte gewählt, aber ich denke schon, dass es eine lehrreiche Erfahrung wäre. Oh Mann, selbst du, Yuzora. Damit hätte die Mehrheit entschieden. Diese kleinen Hosenscheißer sind so übermotiviert. Ein echter Trainingskampf dürfte ihnen mal ordentlich den Kopf waschen. Wow, sieht aus, als würde selbst die Kevesieren uns besser verstehen als die ach so tolle Senna. Der ist schon böse drauf, du, ne? Dann zeigen wir ihr mal, aus welchem Holz wir geschnitzt sind. Wir waren auf dem Trainingsplatz auf euch. Macht euch nur nicht schon vorher vor Angst ins Hemd, ja? Hört auf mit dem großspurigen Kleppe und bereitet euch besser gut vor. Ich habe hier wohl nichts mehr zu sagen. No, Senna. No.